Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben Ihnen heute einen Entwurf für ein sogenanntes Transparenzgesetz in Mecklenburg-Vorpommern vorgelegt. Wir wollen damit im Land wie auch im Landtag eine Debatte beginnen, ob es mehr Transparenz im Handeln von Ämtern, Behörden, Regierungen und staatlichen Institutionen bedarf. Einige von Ihnen werden sich fragen, warum nun auch noch ein Transparenzgesetz notwendig ist. Schließlich habe das Land ja schon ein Informationsfreiheitsgesetz. Und in der Tat scheint der Unterschied zwischen einem Informationsfreiheitsgesetz, das wir bereits heute haben, und einem Transparenzgesetz, das wir Ihnen heute vorgelegt haben, gar nicht einmal so groß zu sein. Aber es gibt ganz gewaltige Unterschiede. Denn es wird nicht weniger als ein Paradigmenwechsel im Umgang mit öffentlichen Daten eingeleitet. Das Prinzip, wie an öffentliche Informationen und Daten heranzukommen ist, wird faktisch um 180 Grad gedreht. Der Bürger muss bisher als Bittsteller einen Antrag stellen, wenn er Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten will. Nach dem vorliegenden Transparenzgesetz soll in Zukunft aber eine Reihe von Informationen proaktiv von der Verwaltung im Internet veröffentlicht werden. Einer sogenannten Veröffentlichungspflicht sollen folgende Dokumente, die ich beispielhaft vortragen werde, unterliegen. Zum Beispiel sollen die Beschlüsse der Landesregierung kontinuierlich veröffentlicht werden, Mitteilungen der Landesregierung an den Landtag oder den Bundesrat, Protokolle von öffentlichen Sitzungen, Beschlüsse aus öffentlichen Sitzungen, Verträge der Daseinsvorsorge, Verträge, an deren Veröffentlichung ein öffentliches Interesse besteht, soweit dadurch nicht wirtschaftliche Interessen des Landes Mecklenburg-Vorpommern erheblich beeinträchtigt werden, Haushalts-, Stellen-, Bewirtschaftungs-, Organisations-, Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne. Richtlinien, Fachanweisungen und Verwaltungsvorschriften sollen auch im Internet veröffentlicht werden in Zukunft. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Richtlinien, Fachanweisungen, Verwaltungsvorschriften sind Rechtsquellen, die momentan kaum einer einsehen kann im Land, die nicht systematisch veröffentlicht werden. Gesetze werden systematisch veröffentlicht, Satzungen werden systematisch veröffentlicht, aber wo finden wir eigentlich Richtlinien? Wo finden wir eigentlich Verwaltungsvorschriften? Und daraus resultiert ja direktes behördliches, öffentliches Handeln und niemand weiß, warum und wieso. Es soll aber auch veröffentlicht werden, amtliche Statistiken und Tätigkeitsberichte, Gutachten und Studien, soweit sie von Behörden in Auftrag gegeben wurden. Auch das finde ich interessant. Wir wissen, wie problematisch es selbst für Landtagsabgeordnete ist, an Gutachten heranzukommen, die die Landesregierung beauftragt hat, durch öffentliche Mittel. Man muss sich ja mal vorstellen, das sind ja alles Informationen, um die es hier geht, die von der öffentlichen Hand bezahlt wurden, also auch der Öffentlichkeit gehören. Und um diese Informationen geht es uns in Zukunft, dass wir sie auch barrierefrei mit geringen Hürden im Internet einsehen können. Es sollen auch Geodaten und Bodenrichtwertkarten veröffentlicht werden, Mietspiegel, Ergebnisse von Messungen, Beobachtungen, sonstigen Erhebungen über schädliche Umwelteinwirkungen, Umweltgefährdungen sowie über den Zustand der Umwelt, Erhebungen über Gesundheitseinwirkungen, Gesundheitsgefährdungen sowie Daten des Gesundheitswesens. Verbraucherinformationen sollen veröffentlicht werden. Wir wollen auch öffentliche Pläne, insbesondere Bauleitpläne und Landschaftspläne, also B-Pläne, veröffentlicht sehen. Viele Kommunen setzen das bereits um. Wir möchten aber, dass es hier einen einheitlichen Standard geben wird in Zukunft, dass wir die B-Pläne öffentlich einsehen können, und zwar nicht nur, wenn sie fertig sind, sondern wenn möglich auch, wenn sie in der Beratung sind. Wir möchten auch die wesentlichen Regelungen erteilter Baugenehmigungen und Vorbescheide veröffentlichen. Subventions- und Zuwendungsvergaben, insbesondere die Vergabe von Fördermitteln. Ich sprach es heute in der Haushaltsdebatte an. Wir würden gerne eine Fördermitteldatenbank haben, damit wir alle wissen, in welche Projekte eigentlich öffentliches Geld fließt. Wir können es momentan nicht sagen. Wir wissen es nicht. Ist doch eigenartig, oder? Wir wollen, dass Umweltinformationen veröffentlicht werden. Wir wollen Sponsoring- und Spendeneinnahmen sowie deren Herkunft veröffentlichen lassen. Entscheidungen der obersten Landesgerichte und der Landesverfassungsgerichte. Das wird in Mecklenburg-Vorpommern schon sehr gut praktiziert. Wir möchten aber den Standard auch gesetzlich regeln. Vertragspartner, Vertragslaufzeit und Finanzvolumen von Kooperationsverträgen zwischen Hochschulen des Landes und Dritten möchten wir veröffentlichen. Hierzu hatten wir schon mal einen Antrag in den Landtag eingebracht als Grüne. Sie können sich vielleicht noch erinnern, da wollten wir das anders regeln, aber wir können das auch hier in einem Transparenzgesetz regeln. Wir möchten Drucksachen und Ausschussdrucksachen des Landtages öffentlich machen. Die Drucksachen kriegen Sie schon öffentlich im Internet, aber was ist eigentlich mit den Ausschussdrucksachen, die ja von einem hohen Informationsgehalt auch für die Öffentlichkeit sind? Warum werden die nicht öffentlich ins Netz gestellt? Und wir möchten so eine Art
Lobbyregister über das Transparenzgesetz einführen. Wir möchten nämlich, dass in Zukunft veröffentlicht wird der Name, der Sitz und gegebenenfalls die Zusammensetzung von Vorstand und Geschäftsführung von juristischen Personen, die unmittelbar oder mittelbar an der Erstellung eines Gesetzentwurfs beteiligt waren. Also welche Anwaltskanzleien wurden bei der Erarbeitung von Gesetzen mit einbezogen? Welche Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wurden um Gutachten gebeten? Und. Welche Lobbyvereinigungen wurden mit vorher einbezogen? Das wollen wir in Zukunft alles wissen. All diese Informationen sollen, wie gesagt, in Zukunft im Internet veröffentlicht werden. Und ich will gleich eine Reihe von Sorgen nehmen. Erstens, die persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger sollen weiter geschützt sein. Und auch die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sollen weiter geschützt bleiben. Das steht in diesem Transparenzgesetz ganz genau so, wie es vorher im Informations- und Freiheitsgesetz, das bisher in Kraft ist, wie es dort geregelt ist. Genauso haben wir es eigentlich erhalten. Und dieser hohe Schutz ist uns auch wichtig. Das heißt, es müssen Akten möglicherweise geschwärzt werden oder können auch nicht herausgegeben werden, wenn diese Geheimnisse betroffen sind. Zweitens wird die Veröffentlichung dieser vielen Informationen, also es hört sich ja wahnsinnig viel an, wird aber nicht sehr viel teurer als die bisherige Praxis. Denn zum größten Teil liegen diese Informationen schon digitalisiert in den Amtsstuben vor. Es wird ja heute alles schon digital archiviert. Es muss also bildlich gesprochen nur noch der Klick erfolgen, dass es in einem entsprechenden Informationsportal oder Informationsregister, je nachdem, welche Lösung man verfolgt, wir verfolgen hier erstmal das Portals, also die günstigere Variante, wir möchten, dass es dort einfach eingestellt wird und verlinkt wird. Es ist aber zum größten Teil in unseren Amtsstuben schon alles digitalisiert. Deswegen sehen wir die Kostenproblematik nicht ganz so problematisch, weil die meisten Informationen bereits digital vorliegen. Nichtsdestotrotz können wir gerne über die Kosten in einer etwaigen Ausschussberatung genauer beraten. Ich glaube aber, dass eine Unmenge an Zeit und Ressource durch den Wegfall der Antragsbearbeitung eingespart werden kann. Denn wegfallen wird ja dann die Antragsberatung des IFG. Das heißt, es werden keine Sachbearbeiter mehr so viel Zeit damit verbringen, um Anträge von Bürgern zu beantworten. Schon allein deshalb, weil sich nicht mehr so viel Gedanken auch gemacht werden muss, wie man eine Anfrage möglichst schmal beantworten kann, also möglichst wenig Informationen preisgegeben werden. Ich habe schon mehrfach selbst als Abgeordneter erlebt, wie ein Ministerium bei einer kleinen Anfrage bei mir um eine Verlängerung der Beantwortungszeit gebeten hat, um mir dann mit Zeitverzug in einem Einzeiler keine belastbaren Informationen mitzuteilen. Das heißt, die Zeitverzögerung ist nur bei der Beantwortung entstanden, weil sich das Ministerium intensive Gedanken machen musste, wie man es formulieren kann, diesen Einsatz, warum man mir keine Informationen geben kann. Und hier möchten wir eigentlich einen Paradigmenwechsel einleiten und sagen, spart euch die Zeit, verbringt sie mit etwas Besserem. Es ist einfach so, dass öffentliche Daten der Öffentlichkeit gehören, weil sie öffentlich finanziert sind. Aber warum brauchen wir nun ein Transparenzgesetz? Zunächst einmal muss ein Doppelbefund meines Erachtens festgestellt werden. Einerseits steigt das Interesse vieler Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen des Staates. Das haben die Protestbewegungen der vergangenen Jahre ja eindeutig gezeigt. Andererseits steigt aber auch gleichzeitig das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber den Akteuren staatlichen Handelns. Diese Misstrauensgesellschaft kann man nun beklagen, man kann ihr aber auch aktiv begegnen und ihr immanentes Interesse an Politik und Gesellschaft für die Demokratie nutzbar machen. Meine Damen und Herren, Vertrauen und Glaubwürdigkeit müssen sich Politik und Staat immer wieder neu verdienen. Vertrauen und Glaubwürdigkeit muss auch zurückgewonnen werden. Das ist kein einfaches Unterfangen, sondern ein beschwerlicher Weg. Vertrauen und Glaubwürdigkeit werden die staatlichen Institutionen auch nicht zum Nulltarif und nicht mit den alten Methoden zurückgewinnen können. Denn wie sagte einst Albert Einstein, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Deswegen lassen Sie uns mehr Transparenz wagen. Staatliches Handeln und Agieren muss für die Bevölkerung nachvollziehbarer werden. Wir stehen in breiten Teilen der Bevölkerung, insbesondere in bürgerlichen Schichten, einer Misstrauensgesellschaft gegenüber. Wir können diese Probleme nicht einfach wegdiskutieren oder einfach ignorieren, sondern wir Politiker müssen uns entscheiden, ob sich diese interessierte Misstrauensgesellschaft in einer sedierte und apathisch wirkende Verdrussgesellschaft verfestigen soll oder ob wir Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückgewinnen können, indem wir Transparenz und Nachvollziehbarkeit schaffen und somit das Interesse der Bürgerinnen und Bürger für die Demokratie nutzen. Meine Damen und Herren,
aus unserer Verfassung, ich meine das Grundgesetz, geht hervor, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Das heißt aber auch, dass alle Kontrolle vom Volke ausgehen muss. Und daher gilt das Prinzip, dass Kontrolle gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auf ein notwendiges Maß zu reduzieren ist, denn Vertrauen ist besser. Gegenüber staatlichen Handeln gilt jedoch das Prinzip, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich setze in der Aussprache mit meiner Rede fort und freue mich auf die Aussprache. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, die Debatte hat sich schon deswegen gelohnt, weil jetzt ziemlich genau die Bevölkerung weiß, was die Fraktionen hier im Hohen Hause unterscheidet. Ich bin schon einigermaßen erstaunt, was Sie eigentlich hier für Vorstellungen vorgetragen haben. Natürlich können nicht alle Fragen von einem so komplexen Vorhaben in der ersten Lesung thematisiert und gelöst werden. Wenn es jetzt Ihre Anforderung ist, dass Gesetze nur noch eingereicht werden dürfen in den Landtag, wenn in der ersten Lesung es gelingt, alle Fragen zu beantworten, dann, meine Damen und Herren, hätten wir heute Morgen den Haushalt erst recht nicht einbringen können, denn da gibt es genügend Fragezeichen. Und genau deswegen gibt es ja auch die Ausschüsse, wo ein sehr komplexes Gesetzesvorhaben, wie zum Beispiel der Haushalt, wie zum Beispiel ein Transparenzgesetz, weiterentwickelt werden kann und eben Fragen debattiert und ausgeräumt werden können. Zu dem Vorwurf von Frau Tegmeier, dass sich die Grünen doch erstmal an den Datenschutzbeirat hätten wenden können. Das finde ich schon eigenartig, meine Damen und Herren. Und ich finde es auch nicht gut, dass die Vorsitzende des Datenschutzbeirates dieses Gremium politisch instrumentalisiert. Wenn Sie in die gesetzliche Beschreibung des Datenschutzbeirates schauen, werden Sie schnell lesen, dass der Beirat dazu da ist, den Datenschutzbeauftragten zu beraten. Und ich weiß nicht, warum ich mich als Abgeordneter an ein Beratungsgremium wenden soll, was den Datenschutzbeauftragten berät. Mein Gremium ist der Landtag als Abgeordneter und das werden Sie mir hier nicht nehmen. Und ich möchte auch noch mal etwas zur Reihenfolge dieses Gesetzentwurfs sagen. Wir haben im Frühjahr 2013 einen Gesetzentwurf veröffentlicht, haben ihn ins Internet gestellt, haben ihn dort weiter debattieren lassen. Wir hatten über 12.000 Klicks von unterschiedlichen dynamischen IP-Adressen, das heißt, das sind nicht immer die gleichen, gehabt und haben auch Feedback in Veranstaltungen gehabt und. Erst danach ist der Datenschutzbeirat darauf aufmerksam geworden. Und jetzt muss ich Ihnen natürlich fragen, es ist schön, wenn man darauf eingehen kann, aber es ist nun eine so lange Zeit verstrichen, wo man hätte sich einbringen können, dass ich mich schon wirklich frage, was hätten wir Grünen eigentlich noch alles machen müssen? Richtig, das hätten wir schon machen wollen, aber wir waren nicht schnell genug, die Änderungswünsche aus dem Internet auch einzuarbeiten. Das muss ich mir natürlich auf die Kappe nehmen, dass wir das dann nicht einfach vom Tisch gewischt haben und uns doch die Zeit genommen haben, das noch einzuarbeiten. Also ich finde das alles sehr, sehr eigenartig und wir sollten wirklich vielleicht nochmal über das Selbstverständnis des Datenschutzbeirates sprechen, Frau Tegmeier. Ich war beim letzten Mal leider gesundheitlich verhindert, das tut mir leid. Da war ich nicht anwesend, konnte mich nicht einbringen. Ja, natürlich gibt es ein Protokoll, da sind Sie da sehr spitzfindig, Herr Müller. Sie zeichnen sich immer durch besonders interessante Ideen aus, aber ich konnte mich dort nicht einbringen. Herr Müller, ich konnte mich nicht einbringen und es zeigt nochmal, was Sie für ein schräges Verständnis von Partizipation haben. Meine Damen und Herren, ich möchte nochmal darauf eingehen, ja, wer mich scharf angreift, Frau Dr. Seemann, der muss mit dem Echo natürlich rechnen können. Und wer austeilt, der muss auch einstecken können. Und dass Sie sich jetzt schützend vor Herrn Müller schwerfen, ich weiß nicht, ob er das nötig hat. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Vorwurf von Herrn Ringut eingehen, dass ich hier den Satz gesagt hätte, Vertrauen ist gut und Kontrolle ist besser. Ich möchte Ihnen noch mal genau sagen, wie ich das gesagt habe. Aus unserer Verfassung geht hervor, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Das heißt aber auch, dass alle Kontrolle vom Volke ausgehen muss. Und daher gilt das Prinzip, dass Kontrolle gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auf ein notwendiges Maß, Mindestmaß, zu reduzieren ist. Denn Vertrauen ist besser, das habe ich gesagt. Gegenüber dem staatlichen Handeln gilt jedoch das Prinzip, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Sie müssen unterscheiden zwischen staatlichen Behörden und privaten Personen. Sie können das im Protokoll gerne nachlesen.
Diese Differenzierung zwischen Bürgern und Staat muss unternommen werden. Und deswegen ist die im konservativen Lager gern bemühte Floskel, wonach niemand etwas zu befürchten habe, der nichts zu verbergen hat, nur auf den Staat anzuwenden. So viel Differenziertheit und Wissen über die Verfassung muss man haben, um zu begreifen, dass sie wirklich nur gegenüber öffentlichen Institutionen gilt. Denn wenn der Staat nichts zu verbergen hat, dann hat er auch nichts zu befürchten. Aber es gibt ansonsten einen Schutz der Privatsphäre. Und das muss man unterscheiden. Wir brauchen, um das nochmal auf eine noch kürzere Formel zu bringen, wir brauchen nicht den gläsernen Bürger, sondern den gläsernen Staat. Es gilt die Formel, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Alle Kontrolle geht vom Volke aus und das muss durch entsprechende Kompetenzen und Möglichkeiten den Bürgern und Bürgerinnen natürlich auch ermöglicht werden. Und deswegen brauchen wir ein Transparenzgesetz. Meine Damen und Herren, wir haben mit dem vorliegenden Gesetz ja nicht etwas völlig Neues erfunden. Wie gesagt, der Gesetzentwurf ist zu großen Teilen dem hamburgischen Transparenzgesetz entnommen. Er ist etwas anders strukturiert, aber im Großen und Ganzen entspricht er der Gesetzeslage dort. In Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen haben sich jetzt auch rot-grüne Landesregierungen verpflichtet, Transparenzgesetze in ihren Bundesländern auf den Weg zu bringen. Mir ist klar, dass die CDU hier im Land immer mit neuen Entwicklungen auf dem Kriegsfuß steht. Das haben Sie ja auch eben gerade selbst zugegeben in Bezug auf das Informationsfreiheitsgesetz. Aber glauben Sie mir, diese Transparenzgesetzbewegung ist nicht aufzuhalten. Wir müssen uns damit aktiv auseinandersetzen. Und deswegen bitte ich auch, dass Sie, egal wie Sie zu unserem Gesetzentwurf stehen, das vorliegende Transparenzgesetz zur weiteren Beratung federführend in den Innenausschuss und mitberatend in den Rechts- und Europaausschuss, in den Finanzausschuss sowie in den Wirtschaftsausschuss überweisen. Im Innenausschuss können wir uns unter anderem auch mit der Problematik beschäftigen, mit welchen Auswirkungen, auch finanziellen Auswirkungen, auf die Kommunen zu rechnen ist. Im Finanzausschuss können wir uns die Kostenfragen explizit vornehmen. Und im Wirtschaftsausschuss können wir Fragen rund um das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis beraten und zudem die wirtschaftlichen Potenziale des Gesetzes ausloten. Denn im vorliegenden Transparenzgesetz sehen wir und viele andere auch ein wirtschaftliches Potenzial. Softwareentwickler können eine große Anzahl von Servicedienstleistungen anbieten, die den Bürgerinnen und Bürgern im Alltag helfen. Zum Beispiel könnte auf einer Karte das Wohnumfeld anhand von Mietspiegeln, Wohnraumstruktur, Umweltbelastung, Versorgung mit Schulen und Kultureinrichtungen dargestellt und bewertet werden. Dies würde Familien bei der Suche nach neuen Wohnungen enorm weiterhelfen. Ebenso könnten sich junge Familien in Zukunft über Verpflegung, Elternbeiträge, Qualität, Bausubstanz und von Kindertagesstätten, vor allem im Internet informieren. Meine Damen und Herren, geben Sie der Diskussion eine Chance und überweisen Sie das vorliegende Gesetz in die von uns vorgeschlagenen Ausschüsse. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, es ist noch nicht ganz klar, was eigentlich im Gesetz zum Schutz des Bürgers bei der Verarbeitung seiner Daten, Landesdatenschutzgesetz, wirklich drin steht. Dort finden wir unter § 33b den Datenschutzbeirat. Und ich finde es schon ein bisschen erstaunlich, dass ich hier leider zum Thema Datenschutzbeirat der Vorsitzenden des Datenschutzbeirates widersprechen muss. Dort finden Sie in der Aufgabenbeschreibung, das ist in § 33b, und zwar Absatz 3, die einzige Beschreibung der Tätigkeit dieses Beirates. Und da steht, der Beirat berät den Landesbeauftragten für den Datenschutz bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten für den Datenschutz nach § 29 Absatz 6 Satz 1 und die Berichtspflicht gegenüber dem Landtag werden dadurch nicht berührt. Das ist die Aufgabenbeschreibung des Landesdatenschutzbeirates. Und ich freue mich ja auch, dort Mitglied zu sein. Und ich habe mich ja auch intensiv eingesetzt, dass dieser Beirat öffentlich tagt. Das war ja keine Selbstverständlichkeit und ist erst durch die Initiative der Grünen umgesetzt worden. Ich danke auch, dass Sie da gefolgt sind, dieser Bitte. Und ich freue mich auch weiterhin, diese Arbeit dort zu machen. Aber bitte werfen Sie mir nicht vor, dass ich mich nicht über dieses Gremium zuvor rückversichert habe. Als Abgeordneter wende ich mich mit meinen Anträgen und Gesetzentwürfen natürlich an den Landtag. Vielen Dank.